Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch was von Hoka mitgebracht, was super spannend ist. Machen wir das erste Mal so einen Trail- und Geländeschuh testen. Es ist der Speedcoat in der Variante 6, den gibt es also schon ein paar Jahre und mittlerweile ist der wirklich so ausgereift, dass ich jetzt sagen würde, den kann man euch mal gut vorstellen. Ich kann vielleicht vorab schon mal sagen, ich bin echt mega begeistert, hätte nie gedacht, dass ein moderner Trailschuh so gut ist, nicht nur im Gelände, sondern auch noch auf Straße und auf vielen anderen Terrains. Ja, was die technischen Daten betrifft, ist es wieder hier Hoka typisch 5 mm Sprengung wird hier verbaut. Hinten steht man 40 mm hoch und vorne 35. Der Schaum, der hier verwendet wird, ist ein sogenannter EVA-Schaum. Der ist allerdings, was mich persönlich sehr, sehr überrascht, sehr, sehr leicht und vor allen Dingen sehr, sehr reaktionsfreudig, wie gesagt, für einen Trail- oder Geländeschuh, der hier im Angebot ist. Der Schuh wiegt in der Mustergröße 280 Gramm, kostet 160 Euro und tritt, wie gesagt, in der Kategorie Trail-Geländeschuhe an. Wie gesagt, ist allerdings, finde ich, auch noch sehr, sehr vielseitig sonst. Könnte also auch noch als Wanderschuh gebraucht werden, könnte eben auch auf Straße gelaufen werden. Das ist auch sehr, sehr geil an dem Teil hier. Also von daher passt wirklich sehr, sehr viel für den moderaten Gebrauch, auch in sonstigen verschiedenen Varianten. Ganz besonders ist die Außensohle, auch der Name kommt da ja her, Speed Goat, also Ziege. Das heißt, die haben ein bisschen versucht nachzubilden, unten am Außengummi die Hufe einer Ziege und erwarten sich dadurch einen gewissen Effekt, was Grip, Haltbarkeit und Geländetauglichkeit dann betrifft. Ich finde, das ist tatsächlich in der Wirkung sehr, sehr gut und sehr, sehr gelungen gemacht worden. Die ist 5 mm dick und wie gesagt, das ist natürlich tatsächlich genau das, was den Schuh so besonders macht. Ja, jetzt kommen erstmal ein paar Bilder und dann gehen wir weiter zum Obermaterial. Wie gesagt, freut euch auf den Test. Ich denke, für ganz, ganz viele von euch ist der Schuh tatsächlich etwas. Beim Obermaterial hat sich Hoka dafür entschieden, relativ stabiles, dennoch relativ leichtes und 365 Tage Material für alle Wetterbedingungen zu verwenden. Es ist relativ atmungsaktiv tatsächlich, auch hätte ich gar nicht gedacht. Das ist also wirklich ein sehr, sehr gelungenes Material und bietet damit auch eine gewisse Stabilität für den Fuß. Generell muss man sagen, dass man im Obermaterial wirklich sehr, sehr gut steht. Der ganze Fuß ist in diesem Schuh sehr, sehr schön eingebettet. Das heißt, der Fuß steht minimal im Schuh versunken, um eben so eine Art Schuhwanne zur Verfügung zu stellen, wo drin der Schuh eine sehr, sehr gute Stabilität für den Fuß bietet. Und das ist echt wirklich gelungen. Ne? Vorne sind hier so Stabilelemente sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr geeignet gewählt worden. Das passt schon mal super. Die Zehenbox ist sehr, sehr schön breit gewählt worden, nicht wirklich hoch. Das heißt, was die Höhe betrifft, hat man mit gewissen Einschränkungen zu leben, was aber überhaupt kein Problem ist, weil das Material sehr, sehr schön weich gewählt worden ist und weil man hier vorne tatsächlich noch ein Material verwendet hat, was ein bisschen elastisch ist und noch weicher gewählt worden ist. Wenn man also mal ein bisschen höher mit den Zehen sich bewegen würde, dann wäre das auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, was die Zunge betrifft, die Zunge ist hier vorne befestigt. Die Zunge an sich ist relativ atmungsaktiv, sehr, sehr leicht und gut gepolstert und mit zwei Zwickeln umgeben und neben dem Fuß wirkt einen sehr, sehr schönen Halt im gesamten Schuhsystem. Das heißt also, auch da ist es so, wie gesagt, dass der Schuh bietet ein gewisses Schuhbett für den Fuß, eine sogenannte Schuhwanne. Und im Mittelfußbereich ist es auch noch so, dass man da sehr, sehr schön von der Zunge bzw. den zwei Zwickeln umschlossen wird und geführt wird. Also sehr, sehr gut gelungen. Die Schnürung, da ist auch alles mit perfekt, passt auch sehr, sehr gut. Der Einstieg ist tatsächlich jetzt minimal eingeschränkt, hat was damit zu tun, dass der Schuh so stabil konstruiert worden ist, gerade auch im hinteren Bereich, dass sich diese Breite des Einstieges nicht immer so wahnsinnig breit wählen lässt. Das heißt, minimale Einschränkungen hat man da, deshalb kann ich da keine volle Punktzahl geben. Schuhkragen und Achillessehne muss man sagen noch, im Schuhkragenbereich ist es so, dass die Polsterung sehr, sehr schön ausgiebig gewählt worden ist, sehr, sehr geeignet gewählt und auch sehr, sehr tief gezogen. Das also im Schuhkragenbereich passt das schon mal super. Bei der Achillessehne bzw. im Achillessehnenbereich ist es sogar noch geeigneter und noch dicker und noch
besser für den Fuß gewählt worden, für die Achillessehne gewählt worden. Das heißt also alles top in dem Bereich. Was die Stabilität betrifft in diesem hinteren Schuhkappenbereich, ist es so, dass es auch kaum schlagbar, nicht nur weil der Fuß im Fersenbereich in dieser Art Schuhwanne drin steht, ist das schon mal sehr, sehr schön. Die Mittelsohle ist auch nach oben gezogen und grundsätzlich sind nur noch Stabi-Elemente hinten eingebaut, Orthopädie-Elemente hinten eingebaut, die das alles noch weiter stabilisieren. Das heißt, man steht auch noch auf einer sehr, sehr breiten Mittelsohle. Das heißt, das ganze System ist auf Stabilität ausgelegt und dennoch wundere ich mich, wie dynamisch, flexibel und wie geeignet das für alle möglichen Terrains gemacht worden ist. Das heißt also, hier grenzt das wirklich schon fast an 100%. 100 kann ich nicht ganz geben, aber das ist schon super geeignet gemacht worden und da kann man gar nichts mit falsch machen. Bei der Mittelsohle sind wie immer für uns drei Punkte vor allen Dingen sehr, sehr wichtig. Erstmal die Technik ist es, der Schaum und das Abrollverhalten. Und ganz zum Schluss ziehe ich noch ein kurzes Fazit, um mal kurz zusammenzufassen. Ja, was die Technik betrifft, aus Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes brauchen wir eigentlich nicht viel sagen, außer dass tatsächlich alles regelkonform ist, interessiert im Normalfall bei so einem Trail-Schuh allerdings wirklich keinen. Was den Schaum betrifft, wird hier ein EVA-Schaum verwendet. Der ist relativ dicht, relativ fest, sehr, sehr stabil, relativ hoch. Die Breite der Mittelsohle ist recht ausgeprägt, also man steht da wirklich sehr, sehr stabil und sicher, gerade was das natürlich im Gelände einsatzfähig macht. Das Material ist wirklich sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, der ist sehr, sehr schnell und reaktiv. Das heißt, also ich kann nur sagen, der ist geeignet für alle möglichen Gelände, nicht nur Wald und Trail, sondern auch tatsächlich Straße. Auch auf der Straße kann man also sehr, sehr schnell damit laufen, wenn man das denn möchte. Ist also wirklich ein Arbeitstier, quasi ein Alleskönner. Ja, was das Abrollverhalten betrifft, zeige ich euch gleich mal sogar im Bild, wie der sich so verhält. Das ist also, finde ich, ein sehr, sehr ausgeprägter Rocker hier, eine sehr, sehr ausgeprägte Schaukelkombination hier. Und der ist, finde ich, was das Abrollverhalten betrifft, sehr, sehr natürlich, sehr, sehr ausgeprägt, sehr, sehr effektiv auch. Hätte ich echt nicht erwartet. Also auch hier sehr, sehr gutes Verhalten. Und als Fazit kann ich nur sagen, toller Schuh, toller Kompromiss. Wie gesagt, der Schaum ist stabil, fest, sehr, sehr reaktiv und schnell für alle möglichen Gelände, für alle möglichen Tempos zu laufen. Von daher super guter Kompromiss, super gute Mischung. Ich kann nur sagen, wirkliches Sahnestückchen. Der ist echt spitze, also mir fehlen im positiven Sinne langsam aber sicher die Worte. Sehr, sehr empfehlenswert. I used to think that the city's not for me. Fairy tales, fantasies, not a believer. No, not a believer. Auch die Außensohle ist ein super spannendes Thema. Man sieht hier direkt von vorne laufen zwei tiefe Rillen nach hinten, die in einer münden. Das dient der Flexibilisierung dieser Außensohle. Das finde ich ein sehr, sehr guter Kompromiss, der da gelungen ist. Das heißt also, die ohnehin sehr, sehr stabile Mittelsohle wird dadurch ein bisschen flexibler. Als zweites vermessen wir immer die Punkte der Breite hinten und vorne. Hinten ist 9,1 cm, vorne 11,7. Ich habe es euch mal tabellentechnisch aufbereitet. Und zwei Vergleichsmodelle habe ich dazu geschrieben. Vergleich in Anführungszeichen. Diese Super Trainer beide, die spielen in einer komplett anderen Liga, hat also nichts mit Konkurrenzmodellen zu tun. Damit wollte ich eigentlich nur ausdrücken, dass dieser Schuh hier extrem stabil aufgestellt ist. Man sieht das auch hier im Mittelschuhbereich, ist das auch noch sehr, sehr breit und unterstützt sozusagen den Läufer im Gelände, dass da nichts passieren kann. Als drittes sieht man hier, dass ein riesiges Gummielement aufgebracht ist. Das nennt sich hier bei Hoka im Speedgoat Vibram. Das heißt, das ist sehr, sehr effektiv. Hier sind mindestens 5 mm Gummistollen aufgebracht. Die sind einer Ziege, dem Huf einer Ziege nachgebildet. Nicht umsonst kommt der Name Speedgoat, Goat die Ziege. Das ist sehr, sehr effektiv und sehr, sehr wirkungsvoll gemacht. Hat also einen super Grip im Trockenen und aber allerdings auch in der Nässe. Das heißt, das haben die auch sehr, sehr gelungen gemacht. Dreck und Verschmutzungen sammeln sich hier tatsächlich minimal, werden entweder rausgetreten oder stören nicht. Und die Haltbarkeit dieser extrem dicken
und wirkungsvollen Gummimischung ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Ja, ich vergebe in dem Fall super gerne, genau 100%, wüsste also nicht, was man hier großartig verbessern könnte. Alles super. Ja, kommen wir zum Fazit vom Hoka Speedgoat 6. Und ja, ich möchte auf jeden Fall betonen, dass ich niemals gedacht hätte, dass ein sogenannter Trailschuh, der ja extra für Gelände konstruiert worden ist, so gut ist, auch was andere Einsatzmöglichkeiten betrifft. Er hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich sehr, sehr cool finde. Der hat eine Leistung, die ich mega finde. Das heißt, er ist nicht nur im Gelände einsatzfähig, mit dem kann man wandern, mit dem kann man auch auf Straße laufen. Mit dem kann man lange laufen, schnell laufen. Der Schaum ist reaktiv, dicht und fest. Eine Pracht wirklich in jedem Gelände. Und ich kann nur wirklich in den höchsten Tönen das Teil hier loben. Super guter Kompromiss, ein Arbeitstier, ein Alleskönner. Also da kann man effektiv nicht viel falsch machen. Guckt, dass ihr den auf jeden Fall mal probiert, euch anschaut, an den Fuß dran macht und mal sagt, ob ihr da genauso begeistert seid wie ich. Ja, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jemals einen Schuh hatte, wo ich überhaupt nichts zu meckern habe oder hatte. Bei dem habe ich auf jeden Fall definitiv nichts zu meckern.